Ladies and Gentlemen, willkommen bei der Cora Sanchez Show. Heute steht alles im Namen vom Medium Film. Ich begrüße in der Runde Filmproduzent Hans Hofer, Schauspieler Isa Tsukishala und Regisseur Roberto Cancellara. Schön, dass ihr da seid. Und Scripter. Und Künstler, wie wir alle natürlich. Schön, sind ihr da. Ich habe zuerst mal eine Frage für jeden von euch vorbereitet und nachher haben wir einen offenen Dialog über Film und darüber, was wir vielleicht in der Schweiz anders machen können, damit Schweizer Filme mehr auch international anerkannt werden. Hans, zuerst mal für dich eine Frage, was macht ein Filmproduzent? Kannst du das mal in ein paar Worte fassen? Ja, ich übergebe dir. Dankeschön. Zu dieser Frage möchte ich einfach eins sagen. Es ist relativ einfach. Filmproduzent ist fast wie ein Manager im Privatumfeld, wenn er eine Firma will führen. Da geht es über die verschiedenen Etappen von Leuten, also Betreuung, also das HR, über Marketing, über Sponsoring, respektive natürlich, wie kann man die ganze Verkaufssache leiten, dann neue Visionen, Akquisitionen und. Also, es geht aber in die Richtung und das Manager hat mir an für sich immer gefallen. Und darum wollte ich eigentlich nie irgendwie an der Front stehen in Form als Filmschauspieler, so, sondern ich bin da gerne noch Manager. Dort. Und somit ist auch beim Film ist halt, die Problematik zuerst halt einmal irgendeine Story finden oder irgendjemand finden, der eine Story hat, wo man dann kann irgendwie umsetzen kann. Und dann geht es eigentlich los mit Regisseur suchen, Kameramann suchen, Ton, Schauspieler, alles zusammen. Und das geht am Schluss ein Puzzle, wo du bis am Schluss kannst sagen, jetzt sind wir alle beieinander, jetzt filmen wir das einfach richtig koordinieren. Es gibt auch eine Kostensituation, man muss natürlich berücksichtigen, weil das ganze Sponsoring ist heutzutage einfach der schwerste Teil, wenn man hier in der Schweiz will, einen Film machen will. Es gibt ja natürlich andere Handicaps, aber da können wir für das sonst noch mal drüber reden. Sehr gut, danke vielmals. Also ein Filmproduzent ist auch ein Drehscheibe zwischen all diesen Parteien eigentlich, die es dann am Schluss ausmachen, oder? Sehr schön. Ich habe eine Frage an dich, Zucki. Erzähl doch mal von deiner bisherigen Schauspielkarriere und wie du dazugekommen bist. Ganz cool. Sorry, du hast das Mikro. Naja, ich habe eine Zeit mit den Kollegen angefangen. Ich habe einen Film gedreht nach Mazedonien. Und dort ist auch mazedonische Sprache und auch albanische Sprache. Dann habe ich mit der Zeit, ja, der Kollege hat gesagt, ich brauche einen Schauspieler. Mhm. Ich glaube, das passt als Kriminalpolizei, dort habe ich gespielt. Und dann, ja, dann habe ich gut gefunden, selber. Aber dann die Leute auch Kollegen, ja, Mamo Vito. Dann habe ich auch einen in Kroatien von einem Produzent Meldung bekommen. Wir haben gedreht auch in Pula einen Film. Mit Tom Sizemore auch bin ich im Set gesehen. Dann, ja, dann so weit so gekommen. Und dann jetzt habe ich auch Herr Hofer Hans einfach. Dann ist jetzt mein Manager auch. Und dann, es gibt jetzt neue, kommt etwas. Sehr schön. Ja, und dann schauen wir das, was kommt. Ja, schauen wir, was Zeit bringt. Aber schön bist du da auf jeden Fall. Und du hast auch schon einiges gemacht. Schön. Und eben, ich sage, jetzt wir haben eine gute Zeit. Wir sind in einer schwierigen Lage. Pandemie, wir wissen es alle. Aber natürlich haben wir mehr Zeit, um uns unseren kreativen Gedanken widmen und wirklich Kunstwerke auf die Beine stellen, die man dann später auch der Welt zeigen kann. Und da wird auch der Zucki ein Teil sein von einigen Werken. Wir sagen noch nicht viel, aber danke mal für das auf jeden Fall. Roberto, du hast auch schon Preise bekommen für deine Werke. Erzähl mal, was bei dir so ansteht und was du schon gemacht hast, vielleicht in der Vergangenheit. Ja, das ist also eigentlich komme ich ja recht viel Kurzfilme gedreht. Seit in meinen jungen Jahren. Viele Kurzfilme sind nie gezeigt worden. Die habe ich mehr für mich gemacht, für mit Kollegen. Das Handwerk habe ich so geübt. Und dann ist es immer wie professioneller geworden. Was ich muss sagen, die Kurzfilme, ich habe etwa 10, 12 Kurzfilme gemacht. Okay. Das haben wir immer in Eigenproduktion gemacht. Also nie mit irgendwelchen Fördergeldern. Okay, ich muss sagen, ich hatte das Glück gehabt, dass
immer ein Team hatte, das einfach mitgemacht hat. Ich habe gesagt, komm, wir machen das. Und es war schon beim letzten Kurzfilm so, Bird of Jenna, wo ich den Preis gewonnen habe. Dort haben wir, ich glaube, der erste Kurzfilm, wo ich dachte, jetzt haben wir da einen Sponsor, da haben wir Gelder. Oder? Dann haben wir einen Investor gefunden. Alles vorbereitet, Location, Schauspieler, Drehbuch geschrieben. Zwei Tage vorne springt er ab. Kein Geld mehr rum. Und wo mir auch immer gesagt, schau jetzt machen wir mal einen Kurzfilm, wo jeder bezahlt wird. Mhm. Jeder muss bezahlt werden, Schauspieler, Tontechniker, Kamera, alles. Ich wollte das nicht mehr, dass jeder gratis muss arbeiten, oder? Und leider ist dann er abgesprungen. Dann habe ich das Drehbuch auf Eis gelegt, dachte, komm, lassen wir es. Und nach einem Jahr tut mir die Hauptdarstellerin anrufen und sagen, hey, schau, hast du immer noch vor, diesen Film zu machen? Ich sagte, ja, aber wir brauchen Geld. Dann hat sie gesagt, weißt du was, wir machen das. Weil ich finde die Story so genial und das Thema ist gut. Machen wir das, wir wollen kein Geld, wir machen das gratis für dich. Ich sagte, ja, ist das euer Ernst? Ich kann euch wirklich nichts zahlen, oder? Ich sagte, Mama, wir glauben daran. Und so haben wir dann wieder die Leute zusammengefunden, Kameramann und Tontechniker und Make-up. Sie sind zusammengehockt, dann wollen wir es machen, Gielen, auf Rollen. Dann haben sie gesagt, komm, wir machen es mit Zeiss durch. Dann haben wir wirklich 12 Wochen lang gedreht. Und die einzigen Kosten, die wir hatten, ist das Equipment. Das hat ein guter Kollege von mir, der Produzent war, alles finanziert aus seinem Sack. Oder? Den Film gedreht, eingeschickt an den Festivals. Und dann bin ich zu Suche gekommen am Montecatini Shortfilm Festival. Das ist ein recht bekanntes internationales Kurzfilmfestival. Ich dachte, komm, ja easy. Ich bin eingeladen worden. Ich hätte nie gedacht, dass ich so weit komme. Und dann immer wie weitergekommen. Im Finale gekommen. Und dann sind, glaube ich, vier Filme im Finale gekommen. Und dann bin ich alle schauen. Und dann musste ich sagen, ja, keine Chance. Ja. Es hat so geniale Filme drunter gehabt. Auch von der Machart her, hast du gesehen, das war ein Budget dahinter. Und mein Film war wirklich low, zero budget. Wirklich. Und die anderen Filme sind top ausgeleuchtet, Hochglanzfilme. Ich dachte, ja, kein Stich. Und plötzlich, als ich mich rief auf der Bühne, erst Preis, ich habe es nicht geglaubt. Ich dachte, das kann ja nicht sein. Ein Film, der nichts gekostet hat, billig gemacht. Aber anscheinend, ja, hat es der Jury gefallen, dem Publikum gefallen und ja. Das war für uns eine Überraschung. Und ich muss Merci sagen, ihr, der Schauspielerin, dass sie gesagt hat, komm, wir machen es jetzt. Ja. Daran geglaubt hat. Und ja, das war nicht das Resultat gewesen. Erster Platz. Das ist eigentlich das Wichtigste, oder? Schön, dass du das so erzählt hast. Man muss an das glauben, was man macht, oder? Und gratuliere natürlich auch für die Auszeichnung. Das ist wichtig, auch für Schweizer Film. Wir starten in offenen Dialog und meine erste Frage ist eigentlich, warum hat der Schweizer Film international so ein bescheidenes Renommee? Ich würde sagen, dass jeder von uns seine Gedanken teilt mit den Zuschauern. Mein Eindruck, warum Schweizer Film das Renommee fehlt, ist einfach, Film ist eine Kunst, Filme machen, und ist ein Handwerk. Und da gibt es Stufen. Und ich glaube, man kann das als virtuosen Meister ausüben oder auch einfach, man macht es gerne, man ist vielleicht gut drin, aber ich glaube, es gibt Stufen wie im Sport und überall. Und dass wir nicht in der Champions League mitspielen, hat sicher verschiedene Gründe. Ich habe aber auch das Gefühl, dass der Zeitgeist, der hat sich natürlich verändert. Und wir hier in der Schweiz, oftmals sagt man, wenn etwas in Amerika cool ist, wird es bei uns 7 Jahre später cool. und ich glaube, dass es eine Art einen Sprachcode gibt, wo man international Emotionen kann in den Menschen auslösen. Und da braucht es ein sehr grosses Feingefühl und ich denke auch einen Weitblick, um zu wissen, was aktuell auf der Welt abgeht. Aber es ist auch das Handwerk, einfach, wo vielen, glaube ich, ja, Virtuosität und Mut fehlt. Das mal von mir, Hansi, übergebe dir mal das Mikrofon. Warum fehlt im Film, Schweizer Film, international das Renommee? Wieso sagt man nicht, die geilsten Filme kommen aus der Schweiz? Das war ja das Ziel schlussendlich, dass das mal so weit. Bis jetzt ist eine Situation, dass wir vorwiegend aus Amerika, aus Indien und überall eigentlich konsumieren. Obwohl wir so tolle Leute da haben, wir sehen es jetzt auch in unserer Runde. Es gibt noch viel mehr, die präsent sind, aber oft nicht richtig in Erscheinung treten. Zweitens ist noch das Handicap.
dass es dann halt immer heisst, eben, es ist mit Kosten verbunden, das ganze Leben in der Schweiz. Und ist meistens auch im Filmwesen nicht das Billigste, sondern meistens auch eines der teuersten. Und somit ist der Sponsoring-Teil der wichtigste Teil, wie der Roberto schon vorher erwähnt hat. Wenn du das nicht hast, dann kannst du nicht. Dann kannst du einen Versuch starten, wenn du wirklich daran glaubst, mit Low-Level oder sonstigen Sachen etwas zu machen. Dann musst du halt auch wieder abspecken, überall. Im Gesamten, über den ganzen Film, vom Schauspiel, über das ganze Equipment, über was weiß ich was, dass ich sagen kann, ich habe wenigstens mal etwas gemacht und jetzt versuche ich mal weiterzukommen. Das Dritte ist natürlich, dass die Schweiz als Land eigentlich viel zu wenig macht für die Leute, die hier präsent sind und etwas machen wollen. Weil man hat dann Filmförderungsmöglichkeiten, man hat über das Backcom Möglichkeiten, aber das ist ein Prozess, wo du nur noch Papier wälzen tust. Und dafür manchmal für 10-20'000 Franken, das bringt rein nichts. Und somit kann ja gar nicht Grosses entstehen. Da sollte einfach auch die Wirtschaft, die Politik, alle sollten jetzt so langsam sagen, wir sind Schweiz und wir wollen jetzt etwas bewegen, dass man sagen kann, wir liefern jetzt auch mal ins Ausland, denn nicht nur konsumieren, weil Kapazität hätten wir. Und ja. Dann, der, wo ich vorher angedeutet habe, ist der Trend halt immer mehr. Wenn ich, muss jetzt ehrlich gerade sagen, Schweizer Fernsehen ist für mich eines der langweiligsten Varianten. Es ist immer etwas so der gleiche Touch, einschläfernd. Die amerikanische, das wirkt einfach irgendwie anders, dass man immer auf Nudeln sitzt und es spannend findet und dementsprechend dann auch die Filme gerne schaut. Und das haben auch die Jungen halt immer mehr festgestellt. Und somit sagen sie halt, wo haben wir noch Ausweichmöglichkeiten, Netflix oder andere Ebenen, und versuchen so zu machen. Und dass sie dann halt die spannenden Sachen finden. Aber es ist schade, weil man sollte die Top-Filme immer noch können versuchen, in Kinos zu bringen und die anderen auf irgendeiner Plattform, die einfach für Junge interessant und spannend sind. Absolut. Danke vielmals. Was denkt ihr, vielleicht Zucki, warum sind die Schweizer Filme nicht auf der ganzen Welt weltberühmt? Was denkst du? Ja, ich denke, wirklich, wie Hans hat gesagt, hier wirklich wenig gemacht, Schweiz für das. Und dann denke ich auch, weißt, in Schweiz und Europa kann man sagen, oder am Balkan auch, es gibt so viele Talente, aber die können nicht so zeigen. Das ist auch, denke ich, wirklich ist wenig so hier los. Aber ja, dann denke ich auch hier eine wirklich zurückziehen, nicht nur nach Amerika zu liefern, lieber auch hier, wir haben gute Jungsgeneration kommen, gute Talente sind sicher, aber die können nicht zeigen, wo und wie. Darum meine ich auch, Beispiel auch im Balkan hat wirklich Talente, sehr, aber dort ist auch nicht so gut auch finanziell, ein bisschen ist auch schwierig. Und es gibt auch viele jetzt, wo neue sind gekommen für Film, so etwas zu neue Drehen und neue Thema und wie Beispiel nehme ich für den Balkan dort und es gibt auch viel Krieg gewesen, vor ein paar Jahren, oder? Und dann gibt es schon so viele Produzenten auch dort, die sind auch mit Drehbuch dazugekommen, oder? Aber gut, auch finanziell ist ein bisschen. Meine Meinung ist so, in der Schweiz wirklich etwas Neues machen und groß hier und dann wird das wirklich gut anschaut, gibt gute, sehr gesunde neue Generation, junge sind hier und ja, über Kino und so meine ich, denke ich, ist auch hier mal lieber nicht nur nach Amerika so dort zu einfach liefern oder so etwas drehen oder Neues machen, so meine Meinung ist auch das. Also ich glaube, bevor ich zum Roberto komme, müssen wir uns da einigermaßen einig, aber wir wollen kein schwarzmalerisches Bild malen, überhaupt nicht. Es hat schon extrem erfolgreiche Produktionen gegeben aus der Schweiz und es wird auch nächstes Jahr, meine lieben Damen und Herren, ein paar Projekte kommen, wo kann ich auf Deutsch sagen, geil werden. Roberto hat schon gerissen mit dem Film international, also es ist nicht so, dass es nichts gibt, was aus der Schweiz kommt, aber wir wünschen uns so ein bisschen den Oscar-Kandidaten oder sogar den Oscar-Gewinner. Der Film, der wirklich dann mal die ganze Welt über die Schweiz, über das Ding redet, das fehlt schon noch ein bisschen. Gibt es das irgendwann, Roberto, was denkst du? Haben wir eine Chance? Ja, also, so wie schon wieder, wie er gesagt hat, Talent fehlt es nicht in der Schweiz. Ich habe das Gefühl, wir haben genug gute Leute, Schauspieler, Regisseure, Drehbuchautoren. Das Problem ist, es fehlt ein bisschen Mut,
Themen zu behandeln, die out of the box ist, oder? Ich habe immer wieder hören, wenn man einen Film machen in der Schweiz und Geld haben will, es muss ein Schweizer Thema sein. Es muss eine Verbindung zu diesem Land sein. Und das finde ich eben ein bisschen falsch, weil es muss einfach eine gute Story sein. Oder ich höre immer wieder, ja, die Schweiz ist zu klein und das und die Sprache und muss Englisch sein. Und stimmt nicht unbedingt, weil ich sehe Belgien oder Finnland oder Schweden. Also Belgien ist schon ein kleines Land und die macht die viel geileren Filme als wir. Sorry, ich muss das sagen. Genau. Belgien hat ein paar Mal Filme, sie hat ein paar Oscar-Nominierungen gehabt. Sie sind einfach Themen, die mutig sind und international funktionieren. Und das mit der Sprache stimmt auch nicht mehr. Ich meine, seit Netflix da ist, sehen wir ja, es werden ausländische Filme erfolgreich. Jetzt die letzte Serie, Squid Games von Südkorea, weltweit. Das ist ein koreanischer Film. Ja. Spielt keine Rolle, ob es jetzt auf Englisch ist, Koreanisch, Chinesisch, Belgisch. Es wird sowieso synchronisiert. Das Thema muss interessant sein. Und mit euch zur Schweiz ist immer noch die Mentalität, mit euch jetzt Film ein bisschen subventionieren vom Bund und so, macht eure, aber es hat nie den Gedanken, kommerziell Erfolg zu haben. Mhm. Und das fehlt hier ein bisschen. Wenn der Gedanke da wäre, der Film muss so einschlagen, dann würde vielleicht auch andere Storys entwickelt werden, die internationales Potenzial haben. Und das fehlt auch nicht an Geld, weil die Schweiz ist einer der reichsten Länder. Und wir investieren zu wenig im Film. Oder? Deucht es mich. Ich rede jetzt nicht vom BAC oder von den. Ich rede auch von Investoren, Privaten, die im Film sagen, sie schauen Film immer nur als Kunst an, als brotlos und ja. Statt zu sagen, hey, nein, Film kann ein Business sein, oder? Das ist meine Meinung. Also Mut zu Themen, die nicht unbedingt mit der Schweiz zu tun haben. Ich mache ein Beispiel. Spanien. Spanien macht erfolgreiche Filme, sei es im Horrorbereich, Thriller. Also Schweden auch so. Aber die Spanier haben zum Beispiel einen Film, der mir geblieben ist, ist mit dem Ryan Reynolds «Lebendig begraben». Der Film spielt in einem Sarg ab. 90 Minuten. Ja. Die haben es schlau gemacht. Einen amerikanischen Schauspieler genommen, Ryan Reynolds, aber den kennt ihn. Auf Englisch dreht, Kosten dunge behalten. Ein Kammerspiel in einem Sarg, international Erfolg. Buried ist der Name, glaube ich, nachher, wo sie ihn verkauft haben, international. Genau. Ja. Oder? Und das machen wir nicht. Oder? Wir tun nicht so Themen nehmen. Ah, es hat nichts mit der Schweiz zu tun. Es hat nichts mit der Schweiz zu tun. Warum muss es mit der Schweiz zu tun haben? Warum? Machen wir doch Film. Ja, oder? Punkt, ja. Das habe ich erlebt. Wenn ich oben mit Produzenten Gespräche hatte, hat es entweder geheissen, es hat nichts mit der Schweiz zu tun. Oder du bist grössenwahnsinnig. Oder es ist. Oder? Nur eine Antwort habe ich leider bekommen. Ja. Aber ich verstehe es, weil sie haben sofort gesagt, wir bekommen für diese Art Story und Themen kein Geld. Ja. Darum kann ich das schon jetzt sagen, vergiss es. Kommen wir mit einer Schweizer Story daher, dann haben wir mehr Chancen. Und die Schweiz hat leider auch wenig zu erzählen. Ja. Oder? Es ist ein Land, wo uns gut geht. Es passiert nicht viel. Oder? Was willst du erzählen? Oder? Klar, wir haben viele historische Sachen, die wir könnten erzählen. Aber das ist zu teuer, es ist historisch und es ist zu gross. Aber wir könnten von der Geschichte her viel erzählen. Also, kommen wir gerade in den Sinn aus Wilhelm Tell, kannst du einen riesen weltweiten Hollywood-Blockbuster machen? Ja, also, ja jetzt, theoretisch. Ja, das denkt, ich einfach nicht sagen. Und der Climax, grosse Finale in der Hohlen Gasse. Wir haben ja Tell gemacht, aber eben, es war eine Komödie. Ja, aber richtig so als Epos aufziehen. Ja, ich kann dir nur von meiner Erfahrung sagen, ich habe mal das Projekt vorgeschlagen, die Murtenschlacht. Ich habe gesagt, hey, das zu verfilmen. Meine Antwort war, du bist grössenwahnsinnig, das ist zu teuer. Oder? Das ist es. Würden wir so eine Story in Amerika vorschlagen, die würden nicht sagen, du bist grössenwahnsinnig. Ey, geil. Hure geil. Machen wir doch. Eben, das ist eben die Schweiz. Da finde ich ein bisschen das Problem. Klein denken und nicht gross denken. Eben, wir sind wieder bei dem, beim Mut für Neues. Themen ansprechen, das hast du super gesagt, wo es Mut dazu braucht und dann auch gross denken. Was macht denn einen guten Film in 2021 aus, also auf was ich raus will? Wenn ich an gute Filme denke, sind die nicht von vorgestern, rausgekommen, sondern eher vor 10, 20, 30, 40, 50 Jahren. Es gibt wenig Filme in den letzten
4-5 Jahren rausgekommen sind, außer Parasite von Bong Joon-ho, wo für mich in der Liga von den Klassikern mitspielen, wo ich für immer würde sagen, da gehört zu den besten Filmen aller Zeiten. Wenn ich aber zum Beispiel Sachen sage wie Fight Club oder Matrix oder tausend andere Sachen, Raiders of the Lost Ark etc., ist sich wahrscheinlich jeder einig und sagt, das sind Klassiker. Das sind wirklich gute Filme. Was macht einen guten Film aus? Im 2021, wieso haben wir so wenig gute Filme aktuell aus der heutigen Zeit? Wieso in meinen Augen wirkt vieles gleich? Und wieso haben wir in den 80er, 70er, 60er, auch 90er Jahren so viele Filmklassiker, wo mir jetzt ein bisschen fehlen? Wieso? Vielleicht zuerst gebe ich das Mikrofon zum Hans über. Was macht einen guten Film aus heutzutage? Das muss die heute sein, dass man ein moderner Klassiker kann werden. Für mich muss es eine Story sein, wo funktioniert, plus aber auch Darsteller, wo auf einem Level Schauspieler, wo ich mich identifizieren kann, wo ich mich berührt fühle, und dann auch eine Inszenierung, wo Element nimmt aus der alten Zeit, um auch ein bisschen Melancholie rauszuholen und auch ein bisschen die Gefühle mischen, aber mit neuen Formen von der Inszenierung. Was ist ein guter Film im 2021, Hans? Das ist eine gute Frage. Das heisst, es hat wahrscheinlich viele, die dran sind und dran arbeiten. Weil ich werde so viele Leute dürfen kennenlernen in dieser Zeit, in der ich jetzt unterwegs bin, international, in der Schweiz, alles Mögliche. Ich höre sie und höre überall, sie sind alle am Arbeiten. Hingegen, wenn ich Fernsehen schaue, da sehe ich eben in jedem Sender immer Wiederholungen, wo der andere das Gleiche immer wieder zeigt. Und muss ich mir sagen, da habe ich ja schon mal gesehen und da habe ich schon mal gesehen. Und die fragen mich dann auch wieder, wir haben doch so viele Sachen, die produziert worden sind, aber sie können wir nicht führen. Und irgendwie, ob da in den Verhandlungen oder irgendwelche Sachen das stecken geblieben ist, weil wir haben einen Film und es wird weiter produziert, aber die müssen jetzt auch führen kommen. Klar, die alten sind natürlich die alten Storys und die Sachen, sie sind langsam ausgelutscht, aber es gibt heutzutage auch mit den Schauspielern, die sterben langsam weg. Das ist ja der Grund, warum man sagt, sonst rutschen wir in das Loch hinein, weil wir gar nichts mehr Neues haben. Und das ist der Punkt, den ich auch fördern möchte, damit man jung jetzt bringt und das vorwärts macht, dass das Loch nicht entsteht. Weil jetzt der Junge kann voll noch lernen vom Alten und bis der, wenn der weg ist, dann ist das weg. Und die alten Storys kann man auch wieder vorholen und auf eine neue Art wieder einbringen. Es wird sicher in diesem Jahr auch noch so etwas in dieser Form erscheinen, wo man halt auch mit bloßer Zeitblosen schafft, mit anderen Möglichkeiten, Verbindung zu alten Sachen, zu Mysterien und. Also bis etwas an, was der Roberto vorgesagt hat, auch historische Themen kann fassen. Es gibt Sachen und ich bin überzeugt, im Hintergrund wie geschafft. Aber jetzt müssen wir denen eine Chance geben, dass sie sich auch dürfen gegen uns bemerkbar machen und dass man sie unterstützen wird. Das sind die Worte. Support good movies. Was macht ein guter Film aus für dich, Zuki? Was berührt Film. Dich? Ja, berührt mir die Geschichte. Ein Film mit Geschichte, echte Geschichte zu sein. Mhm. Ja, das ist. Basierend auf einer echten Geschichte. Genau, das macht mir gut. Und dann jetzt auch 2021 ist jetzt James Bond. Die neue ist auch gut. Jawohl. Sehr gut. Jetzt sind wir beim Thema. Gut, wegen das ist auch eine mit so alten Filmen, einfach jetzt neue. Die schauen neue sehr gut. Ich finde beide Schauspieler gut, auch die alte, schön. So denke ich. Und für Eindruck, eine Geschichte, wo sind wirklich Beispiele. Ich nehme auch eine Beispiele, habe ich so viel fixiert, angeschaut. Die Troja-Film, das ist auch eine Geschichte. Quasi Griechenland mit der Türkei, oder? Das ist auch der Fair dort. Das Geschichtsfilme machen wir wirklich. Also wenn du weißt, dass das auf einer wahren Geschichte basiert, das macht schon viel aus. Ja? Genau. Based on a true story, sieht man in vielen Filmen, weil man dann weiss natürlich, okay, da fiebert man mit, ja, verstehe ich. Roberto, du, was sagst du? Ein guter Film? Ist es die Heldenreise, 3-Akt-Struktur, am Schluss Happy End und dann haben wir es? Oder braucht es ein bisschen mehr, dass du sagst, wow, der Film, nein, der ist unglaublich. Was muss dich umhauen? Was muss dabei sein, dass du sagst, es ist ein Hammer-Movie?
Es sind verschiedene Faktoren. Es ist ein Zusammenspiel. Von mir aus muss alles stimmen. Von den Figuren, Schauspieler, Machart, Regie, Ton, Musik, alles ist wichtig. Es gibt Filme, die haben eine super Story, aber ganz simpel gemacht. Oder schlecht gemacht, super Schauspieler. Ich habe ein bisschen alles gesehen. Wegen dem ist ein Film nicht schlechter oder besser. Aber wenn ein Film es schafft, alle Elemente perfekt zusammenzubringen, dass die Regie stimmt, dass die Story super ist, die Schauspieler, die Machart, das Licht, Ton, Musik, dann ist es für mich ein Meisterwerk. Oder? Und wie du gesagt hast, der letzte immer wie weniger, habe immer wie weniger gute Filme gesehen. Es hat immer wie weniger Filme gehabt, die mich wow, überrascht haben. Ich bin in den 70ern geboren, bin mit den 80er-Jahr-Filmen gross geworden. Die Zeit hat mich geprägt, 70er-Jahr, 80er-Jahr, 90er-Jahr. Und ich habe gemerkt, in all diesen drei Jahrzehnten haben sich die Filme geändert, auf ihre Art. Oder? 2000er, Anfangs 2000er, aber dann hat es irgendwie angefangen. Ich weiß nicht, was es liegt. Meine Schauspieler sind ja da, die Regisseure sind auch da. Okay, die Älteren sind gestorben, sind neu gekommen, die gut sind. Aber irgendwie entweder werden gewisse Stoffe nicht mehr finanziert oder entwickelt. Mhm. Weil der Gedanke dahinter anders ist, Gewinn oder es muss schnell sein oder das Publikum hat geändert. Das kann auch sein. Ja, Netflix ist gekommen. Ja. Aber ich muss sagen, ich bin am Anfang ein bisschen skeptisch gsi gegenüber Netflix. Ich dachte, oh shit, jetzt die sind das Kino kaputt machen. Mhm. Aber ich muss sagen, Netflix hat gute Sachen gebracht. Und Netflix war die Chance gewesen, für diesen Leuten die Chance zu geben, die noch nicht bekannt sind. Newcomer. Sei es Schauspieler, Regisseure. Weil Netflix macht ja ihren Gewinn nicht durch das Publikum. Oder wie viel Sitze du besetzt in einem Weekend im Kino, sondern sie haben ihre Abonnenten. Dann können sie mehr riskieren. Ja. Oder? Dann sagen sie, oh gut, wir haben unsere Abonnenten, riskieren wir. Und darum hat Netflix Stoffe entwickelt, die vielleicht ein normales Studio nie hat finanziert. Oder? Oder? Und so entstehen neue Perlen. Eben, guten Film ausmachen, das muss alles stimmen in einem Film. Von mir aus. Was ich spannend finde, was du mit reingebracht hast, ist das Publikum. Ich tue jetzt so schnell ein Plädoyer halt oder eine These aufstellen, was sich umstritten ist. Ich glaube, das kollektive Bewusstsein von unserer Menschheit, von der menschlichen Spezies, hat sich in den letzten 10, 20 Jahren gewandelt. Und zwar durch die Reizüberflutung, Globalisierung, Übernahme von Internet und Technik, unendlich Social Media, Reizüberflutung, dein Zeug leuchtet die ganze Zeit und ruft die ganze Zeit, hat Menschen verändert. Und ich glaube, es gibt positive Sachen, ich nutze es auch positiv, es gibt aber auch negative Seiten. Und eine von den negativen ist, dass die Auffassungsgabe vom durchschnittlichen Menschen abgenommen hat. Das heisst, es gibt immer Mathematik-Genies, da weiss ich nicht, aber der normale Mensch, der kann sich weniger gut länger auf eine Sache konzentrieren. Auf was ich raus will, bei einer Handvoll Dollars oder zwei glorreiche Halunken von Sergio Leone, einer von der besten Filme aller Zeiten für mich. Die gehen Dialog mal 17 Minuten lang und eine Einstellung wird gefilmt 3 Minuten lang, wie ein Kutsche herfährt. Heute, der Zuschauer geht weiter. Wegen Netflix, wegen Überflutung, sagt er, ja, ist langweilig, ich muss Action haben, es muss knallen, ich gehe zum Nächsten. Wir können gar nicht mehr 3 Stunden, Quentin Tarantino hat es wieder gut gemacht mit Once Upon a Time in Hollywood, wo ein relativ neuester Film, aber für mich ein Geniestreich. Du hast einfach einen Dialog von zwei normalen Menschen, die sich unterhalten vor einem Fernseher. Und die Szene ist genial. Es braucht nicht die ganze Zeit einen Bildwechsel, einen schnellen Schnitt, was der Mark Forster gemacht hat. Ganz ehrlich, mit Quantum Trost ist Vergewaltigung von James Bond. Weil die Schnittsequenzen und die schnellen Schnitte und die Shaky Cam, das würde eigentlich nur kaschieren, dass man nicht weiss, wie man richtig inszeniert. Weil ich finde, wir müssen das wieder mehr Zeit lassen. Das ist übrigens auch bei der Liebe so, hört auf, nur Tinder links rechts swipen. Nehmt doch ein bisschen Zeit, redet richtig mit den Leuten, geht tiefer. Und ich glaube, es ist ein sehr spiritueller oder philosophischer Ansatz, wenn ich sage, dass Filme an Qualität verlieren, weil Studios wissen, der Zuschauer tickt so und so im 2021. Und wenn wir ihm nicht alle 3 Minuten etwas geben und eine Reizüberflutung machen und nicht das Tempo halten, wird er wegschalten. Und früher haben wir gesagt, ein 3-halbstündiger Film, Ben Hur, Epos, wenn der gut ist, ziehe ich mir den rein. Und heute sagen wir ja, okay, aber da muss etwas passieren. Und dann gibt es ein paar wie der Quentin, die auch 2020 oder jetzt noch mit dem brechen und Erfolg haben. Aber es gibt nur wenige,
Einzige. Für mich glaube ich, dass der Zuschauer und das Wissen von den Studios und von denen, die Geld mitmachen mit Content und mit dem, was sie produzieren, in einer Relation steht, dass man sagt, ich gebe euch, was ihr wollt. Und ich glaube, es will gar niemand mehr den anspruchsvollen Stoff, wo man noch tagelang darüber nachdenkt, wo, sondern ich glaube, wir wollen den schnellen Entertainment, wir wollen den Fastfood, wir wollen konsumieren zum Nächsten. Das ist jetzt mal ein bisschen meine These, glaube ich, warum dass die Qualität so abgenommen hat. Gehen wir zu James Bond. Okay, du wolltest etwas sagen, oder? Du sagst alles richtig, weil wenn man jetzt bei den Kindern das schon kann beobachten kann, dann ist ein Kind irgendwie ein paar Klötzchen an und ein Handy an, wo greift es zum Handy, weil das ist immer Action. Beim anderen braucht es Kreativität, Überlegungssituationen und so weiter. Und da sind wir wirklich auch nicht mehr fähig. Weil es gibt eben auch vielleicht gute Filme machen, die können das eben. Und wenn man dann, wenn der das will darstellen, dann sind die anderen überfordert, das ist jetzt langweilig. Also, ihr seht schon, fährt schon in Kindesebene grundsätzlich an, was du eben genau meinst, was da oben läuft und da oben rattert. Mal ein bisschen runterfahren, mal ein bisschen studieren, ein bisschen denken. Man redet über die Wirtschaft, man redet über die ganze Basis, Umweltschutz und. Das tönt alles wunderbar, aber leben das schlussendlich niemand, es ist zu wenig Action. Bewusstsein und auskosten. Was sagt ihr noch zu dieser Thematik? Könnte das ein Grund sein, warum wir keine Filmklassiker mehr haben, weniger Meisterwerke haben, dass einfach der Mensch konditioniert worden ist, auch durch die Geräte, die unser Leben beherrschen, dass wir in einer Taktik unterwegs sind, in einer Taktik und in einem Tempo, das einfach ungesund ist. Wir sehen es auch bei der Wirtschaft, wie die Leute gehen arbeiten und am Abend fix fertig sind und dann reicht es noch knapp für aufs Sofa und Netflix, weil alles andere wäre zu viel, oder? Und da bleibt vieles auf der Strecke. Mhm. Eure Gedanken? Könnte das ein Grund sein, dass Tempo, unsere Welt dreht dreimal schneller als noch vor 20 Jahren, dass das auch auf die Qualität von unseren Filmen Einfluss genommen hat? Die Qualität finde ich auch jetzt ist, ich denke, meine Meinung ist auch viel schneller und besser, weil technische Sachen sind schon rausgekommen oder wirklich, ich finde das auch jetzt ist schneller, darum wir müssen auch in der Schweiz etwas schneller machen, oder? Ja, das zum ist Mittag, ich denke, dass früher nie war, ist schwierige Zeit gsi mit den technischen Sachen und dann ja und jetzt natürlich jetzt, ich denke gut, etwas wirklich geht schneller und ich glaube auch kostet jetzt weniger wegen weniger Aufwand und oder denke ich auch ja, das meine Meinung ist, dass du wegen technischer. Gut, das ist ein guter Punkt. Das ist natürlich viel einfacher heutzutage. Man kann viel schneller einen, sich eine Kamera leisten und auch mal etwas selber auf die Beine stellen. Das sind die schönen Seiten natürlich. Die Technik hat sich entwickelt, ist günstiger geworden. Mehr Leute haben Möglichkeiten, um etwas zu machen. Das ist wieder die gute Seite auch, oder? Von der Zeit. Mit einer Samsung kann man schon etwas. Das stimmt, aufnehmen. Ja. Ich finde es schön, dass du die positiven Aspekte auch drin nimmst. Ich habe ein paar Kinofilme gemacht mit Handy. Genau, ja. Das haben wir früher nie können, oder? Nein. Hast du recht, ja. Was sagst du, Roberto, zu dieser Thematik noch abschließend? Ja, du hast schon recht. Die heutige Generation konsumiert viel schneller. Facebook, YouTube, die wollen sofort zur Sache kommen. Aber ich habe jetzt auch gemerkt, es gibt zwei verschiedene Publikums oder zwei verschiedene Arten Filme. Der Mainstream, der möglichst viel Publikum muss anziehen muss, und Filme, die bei der Kritik gut ankommen und dann Preise gewinnen und durch das gleich Publikum gewinnen. Vielleicht nicht gerade 100 Millionen kassieren, aber gleich ihre Preise haben. Und ich muss sagen, es hat immer noch Perlen drunter. So viel. Also 2001 von Stanley Kubrick wird heute kein Sau mehr anschauen, oder? Ist zu langweilig, ist zu lang, aber es ist ein Meisterwerk. So Odyssee im Weltraum. Genau. Ja. Und stimmt schon. Filme werden immer wie schneller, Action. Wir sehen ja die ganzen Superheldenfilme, die Erfolg haben, oder? Aber es hat eben, und da finde ich Netflix noch gut, weil die machen auch Filme, die nicht unbedingt Mainstream ist. Die haben Filme rausgebracht, die dann Preise gewonnen haben. Und das sind ruhige Filme, das sind Themen, die vielleicht nicht gerade die Jungen anspricht. Und gleich ihren Erfolg hat auch ihr Publikum. Also, die grossen Studios bewegen sich mehr Mainstream, das stimmt, Superhelden,
und Fantasy und Action. Und Plattformen wie Netflix, Amazon, Apple, die haben das Privileg, auch andere Filme zu finanzieren und zu entwickeln. Weil sie eben nicht auf Publikum basiert, sondern auf Abonnementen basiert sind. Und das finde ich eben noch gut, muss man sagen, bei Netflix. Und all die Streaming-Plattformen, die geben die Chance, dass auch Filme gemacht werden, die nicht gerade das grosse Publikum finden. Ist noch ein spannender Ansatz, das Geld oder die Art und Weise, wie man das Geld verdient, tut die künstlerische Freiheit entweder einschränken oder beführen. Und wer hätte gedacht, dass es die Plattformen sind, die dann mal mehr kreativ und arthouse-mässig können, genau. Sachen kreieren können, als die grossen Studios, die einfach zahlen mit Stimmen. Ja, Abo-Modell ist sowieso das Zukunftsmodell, oder? Das haben die wahrscheinlich früh verstanden, oder? Wir müssen Abonnenten haben und dann können wir uns bewegen. Jetzt kommen wir noch zu einem Ausgrund von der aktuellen Anlass, natürlich um einen kleinen James Bond Talk nicht rundherum. Ich habe den Film noch nicht komplett gesehen, ich weiss aber die zwei grossen Twists, die es vorher noch nie oder fast noch nie, nein, eigentlich beide noch nie so geht in einem Bond-Film. Wir dürfen auch spoilern, weil wenn man angeht, dass man spoilert, dann dürfen wir es auch machen und der Film ist schon draußen. Die meisten wissen schon, was es geht. James Bond steht am Schluss, nicht der Tochter, meine lieben Freunde. Jetzt, da spaltet natürlich weltweit die James Bond Fan gemeint. Die einen sagen, niemals im Leben, das ist kein Bond mehr, das geht nicht. Er ist nur am Brüllen und stirbt am Schluss, das geht nicht. Und die anderen sagen, wow, das ist genau die richtige Weiterentwicklung. Barbara Broccoli hat es richtig gemacht. Albert R. Broccoli wird sich nicht im Grab umdrehen wegen ihr. Nein, sie hat das gut gemacht, sie hat den Mut gehabt und James Bond verändert. Ich vielleicht schnell zu mir. Mein Bond ist Pierce Brosnan. GoldenEye. Das war meine Zeit gewesen. Der Film hat mich geprägt. Das ist für mich der beste Bond, neben Casino Royale und Goldfinger. Und was für mich James Bond ist, ist extra eine Figur, die im Realen nicht so muss existieren. Der heutige Daniel Craig Bond ist menschlich. Man zeigt seine Emotionen, seine seelischen Abgründe, seine Beweggründe, wieso er so ist, wie er ist. Dass er eigentlich auch nur verzweifelt nach Liebe sucht. Ich will aber den James Bond als Comic-Character, als Held, als Flamboyant Playboy, der sagt, ich reise um die Welt, trinke meine Martinis, eine Frau und Kind ist jetzt auch nicht gerade meins und ich bin Auftragskiller. Und das hat mir früher bei den Connery Bonds sehr gut gefallen. Das war noch ein Character, eine Figur und heute hätte er vermenschlicht werden. Ja, mit dem nicht ein riesen Problem, weil ich den ganzen Movie noch nicht gesehen, nur den Abschluss. Aber ich bin gespannt, wie es wird. Ich selber würde den Bond klassisch als die Figur behalten, die er ist. Und die Bond-Elemente, die für ihn alle lieben, würde ich auch ausspielen. Aber da kann man noch schnell sagen, ich würde mal sagen, ich rufe Barbara Broccoli an und wir tun das noch unter vier Ohren besprechen miteinander. Hans, James Bond, vielleicht du schnell, was ist dein Lieblingsbond, Darsteller oder Bond-Film? Meine Pierce Brosnan und GoldenEye. Und vielleicht so, wie würdest du die Reihe weiter sehen? Was können sie jetzt machen? Ich meine, Bond ist gestorben, Daniel Craig ist vorbei. Sie können alles machen mit dem Franchise jetzt. Wie würdest du Bond weiterführen und was ist dein Lieblingsbond? Also, ich das ein bisschen Bond darstellen vom Darsteller selber her. Von mir war halt Sinn Connery da, wo der Bond mal war in jeder Form. Da können verschiedene Themen ausschlachten. Es hat super funktioniert. Es hat mich hingerissen und das habe ich super gefunden. Für mich sind dann die Nächsten, die dann gekommen sind, so ein bisschen Softies geworden. Der Daniel Craig ist jetzt wieder der, wo ich mir sage, das ist jetzt von mir auch noch ein bisschen Bond-Darsteller. Aber das Weitere, wenn ein Bond weiter gehen kann, ist für mich noch ein bisschen in den Sternen, weil ich sehe, jetzt wieder ist er, ja, dann, wenn du ja gedacht hast, ist er gestorben. Also, jetzt müsste etwas ganz Neues passieren. Jetzt, entweder heisst er nicht mehr Bond oder die ganze 007-Geschichte, wo sie eigentlich um die Agenda-Thematik neu beigestellt wird. Also, für mich ist es im Moment ein bisschen noch im Dunkeln, was jetzt hier effektiv könnte weitergeführt werden, damit es die Leute wieder anzieht. Weil der Erste, der dann noch als Nachfolger soll kommen, wenn der sitzt, dann geht es weiter. Wenn der nicht sitzt, ist es tot. Oder es wird eine Frau. Nein. Ich glaube, Barbara Broccoli hat gesagt, seit ihres Lebens wird sie das nicht zulassen. Sie will, dass Bond Darsteller Mann bleibt.
Suki, du, dein Lieblings-James Bond, und wie würdest du James Bond weitermachen, wenn du entscheiden könntest? Kommt jetzt eine Frau, kommt ein neuer Schauspieler, fangen wir ganz von vorne an, erfinden wir etwas Neues. Was würdest du mit Bond machen und wer war dein Lieblings-James Bond? Vielleicht zuerst, wer war dein Lieblings-Bond-Darsteller? Nein, jetzt James Bond ist auch die alte und jetzt auch neu. Und es passt zu ihm auch. Sehr gut, er muss auch lieben, wie es ist, aber gut. Jetzt meine ich auch, denke ich, wegen neuer Generation ist auch gut zum weiteren. Wahrscheinlich, ich hatte gerne noch Vito machen, ja. James Bond. Das ist eine Geschichte, immer James Bond. Der Name ist auch immer, oder? Denke ich, ist besser noch weitermachen. Und wer hast du einen Lieblingsdarsteller von James Bond? War es Sean Connery oder Roger Moore? George Lazenby, Timothy Dalton, Daniel Craig, ja, oder Brosnan? Ich weiß nicht, da was ist jetzt. Das hat dir Daniel Craig gefallen? Jetzt die neuen Bond-Filme, genau, von ihm, haben sie dir gefallen? Genau, ich habe nur Trailer gesehen, aber nicht alle. Ja, dann, aber ist gut, da macht er gut. Obwohl er blaue Augen hat und blond ist, kein Problem. Ja, ne? Das ist kein Problem. Hat sie sich aufgeregt am Anfang. Ich denke da. Cool. Ist gut. Cool. Ich finde nicht die andere, so muss eine neue kommt oder so, aber das passt zu ihm als Bond. Es passt auch mit die alte oder so, weißt du? Denke ich schon. Ja, so meine Meinung. Also es geht weiter, Bond ist back, Bond kommt zurück. Was denkst du, Roberto, James Bond, hau mal raus, weil es ist dein Lieblingsdarsteller, Lieblingsfilm, und wie soll es weitergehen? Lieblingsdarsteller vielleicht? Das ist schwierig zu sagen. Mir haben alle gefallen, außer die zwei kurzen. Der Timothy Dalton und der George Lazenby. Ja, die haben mich nicht so überzeugt. Ja. Auch physisch nicht, vom Charisma her. Aber Sean Connery hat mir gefallen. Es ist der erste Bond, den ich gesehen habe. Roger Moore hat mir auch gefallen. Moonraker, super Film von mir aus. Pierce Brosnan, Goldeneye, muss ich sagen. Goldeneye, Hammer. Ja. Und Daniel Craig, am Anfang bin ich skeptisch gewesen. Ich dachte, der sieht voll anders aus. Ich habe zwar ihn kennt aus Munich. Der Film mit dem Steven Spielberg hat eine kleine Rolle, der hat mich überzeugt. Und dann habe ich gedacht, er aus Bond. Und dann habe ich Casino Royale gesehen und dachte, Hammer. Wirklich. Und auch die Figur war halt anders gewesen. Sie war mutig gewesen, einen kleinen härteren, gröberen Bond zu bringen. Und das hat gestimmt. Das Publikum hat es geliebt. Mal einen Wechsel gegeben, Zeitgeist hat gestimmt. Ich weiß es auch nicht, aber die Erfolgsformel hat funktioniert. Und eben, meine Lieblingsbonds sind GoldenEye, Moonraker und Skyfall. Casino Royale natürlich. Ja. Sind die Filme, die mir von Machart her gefallen haben. Und wie würdest du weiterspinnen, wenn jetzt du die Entscheidung könntest treffen, wie geht James Bond weiter? Wird es eine Frau, wird es ein Mann bleiben? Fangen wir ganz von vorne an, fangen wir vielleicht noch bevor er Doppel-Null-Agent ist, ein bisschen ähnlich wie bei Casino Royale. Wie würdest du die Geschichte weiterspinnen? Also ich finde bei einem Bond wichtig, der Hauptdarsteller. Der muss sitzen. Dann kannst du mehr um die Geschichte entwickeln. Aber die Figur, die muss ankommen im Publikum. Der muss den Charme haben, den Humor. Und Bond-Girl ist auch wichtig. In jedem Film. Und ich habe schon gehört, vielleicht weiss ich eine Frau, aber das glaube ich weniger, vielleicht weiss ich einen Schwarzen, andere Ethnie. Das ist schon ein Gerücht rum. Warum nicht? Es gibt, irgendein Gerücht, wie heisst er? Idris Elba. Der könnte der neue Bond werden. Warum nicht? Ja, ich finde ihn ein super Schauspieler. Ja. Eben, man muss sich ein bisschen überraschen. Ich war auch skeptisch mit Daniel Craig und er hat es, habe ich gedacht, mal sehr richtig gewählt. Ist schwierig. Ich weiss nur, dass bei den Broccoli sie so wie ein, wie soll ich sagen, Bond-Filme müssen einen bestimmten Stil haben, oder? Weil sonst, da darfst du nicht einfach kommen mit irgendwelche Spinneridee und den Bond neu erfinden. Weil das lasse ich nicht zu. Ich weiss, dass der Danny Boyle hat so einen Bond drehen. Und Danny Boyle hat einen speziellen Stil. Und irgendwie hat sich mit Broccoli nicht verstanden. Kreative Indifferenzen.
Und darum haben sie einen anderen Regisseur genommen. Eben, das zeigt schon, Broccoli hat ihre Vision von einem Bond, wie er muss sein. Du, klar kannst du deinen Stil reinbringen, deine Handschrift, aber gleich musst du dich an einem gewissen Schema halten. Bei der Inszenierung. Absolut. Ja. Da noch ein kleiner Funfact am Rande. Der Quentin Tarantino hat eigentlich Casino Royale machen. Auch Barbara Broccoli hat gesagt, du kannst James Bond leider nicht inszenieren, so wie du das willst machen, wenn wir das nicht. Und dann hat es Martin Campbell gemacht, der schon GoldenEye, Pierce Brosnan gemacht hat. Er kann das super. Bond wieder einführen, zweimal gemacht, mit GoldenEye, Pierce Brosnan eingeführt und mit Casino Royale den Daniel Craig eingeführt. Beide Filme meine absoluten Mid-Favorites. Aber ja, es gibt eine Schablone und die dürfen wir nicht zu weit verlassen. Mein Tipp an Barbara Broccoli, if you hear this, please give me a chance, let us talk about. Weil ich würde vor allem wieder einen Bösewicht einführen, der auch wirklich böse ist. Nicht gegen Christopher Waltz oder Rami Malek, aber sie brauchen mehr Screentime, dass der Charakter, das Böse wirklich zum Tragen kann kommen. Ich würde wieder mehr auf klassische Elemente setzen von James Bond. Der Daniel Craig hat mir zu viel verlumpte T-Shirts angehabt. Der Daniel Craig gehört in Smoking, James Bond gehört in Smoking, ist ein eleganter Gentleman, ein Lebemann, ein Globetrotter. Wo im Establishment und in der High Society sich bewegt, aber selber nicht aus dieser High Society kommt. Ist eigentlich ein Underdog, wo mit den Reichen verkehrt und sie ab und zu mal umbringt, wenn es seine Mission ist. Und dann die Frauen von diesen Reichen verführt, das wäre es nicht. Also das alles würde ich wieder zurückbringen. Der Playboy würde ich wieder zurückbringen, der eiskalte Killer würde ich wieder zurückbringen und die One-Liners von früher, die lustigen Sprüche, die würde ich aufs nächste Level bringen. Durch Barbara Broccoli, if you hear this, please call me instead I call you and we can talk about it. Auf jeden Fall, was mir noch wichtig ist, wir kommen zu klipp und klar. Es wird auch in dieser Folge nicht rausgelassen. Format klipp und klar heisst, ich tue euch zwei Begriffe nennen und ihr entscheidet euch für einen. Und dann vielleicht kurz begründen, warum. Ich fahre mit dir, Hans. Steven Spielberg oder Quentin Tarantino? Spielberg. Warum Steven Spielberg? Ich bin natürlich auch jemand, der ältere Generation Spielberg ist von mir auch ein Mann, der eigentlich Geschichte, Fiktion, neue Technik, alles miteinander zusammengebracht hat und eigentlich die Sachen wirklich top in den Film können inszenieren, das Jurassic Park oder so und die Sachen sind. Also, das hat mich fasziniert und dann spielt auch alles dabei, dass die geschichtlichen Aspekte sind, dass die alten Aspekte sind, von der Steinzeit zurück bis die ganzen Dinosaurier sind. Und dann das eben umsetzen, dann in moderner Art, wie die Rennen noch machen, dass immer so eine wahnsinnige Sache dahinter gewesen. Also das hat mich immer fasziniert. Nichts gegen Tarantino, sehr gut. Aber du hast eine Entscheidung getroffen, wo sicher auch viele würden teilen. Steven Spielberg, absolut Genie. Zuki, was siehst du dir eher an mit Popcorn zu Hause? Eine schmutzige Liebeskomödie oder einen brutalen Slasher-Horrorfilm, wo das Blut aus allen Poren spritzt? Was würdest du dir eher anschauen? Ja. Puh. Ja, das ist auch ein brutales, ist auch ein Horrorfilm. Schaust du gerne? Ja, das ist so. Ja, das Beispiel die alte Dracula. Aha, das ist Christopher Lee. Von Rumänien, bei Karpaten. Das ist, ja, das habe ich das gern, das ist schon. Da kannst du noch Dracula machen, irgendwie. Ja, wir können schon das. Ich würde ihn voll sehen aus Dracula. Ja. Definitiv. Oder, das habe ich gern schon. Ja. Eben, das habe ich auch den Film Dracula, alte Dracula, geschaut. Und dann waren wir in Sylvanien, wo die Dracula transportiert nach England und so. Den Häuser kauft. Ja, quasi. Genau. Das ist auch sehr gut. Und dann habe ich gern solche Filme auch. Also eher Horror-Film. Ja. Roberto, wo trifft man dich eher? Das ist ein Klassiker. Im Schweigekloster oder in der Diskothek? Wo finden wir dich, wenn du nicht am Film arbeiten bist? Jetzt Beinen ordnen nicht. Früher Diskothek. Das haben wir noch nie gehabt. Früher Diskothek. Und jetzt würdest du sogar bei beiden eigentlich sagen, ich passe. Vielleicht ein bisschen dort, ein bisschen Schweigekloster, ein bisschen Diskothek. Eine gute Mischung. Genau. Sehr gut. Danke für das. Hans, auch ein Klassiker. Wo finden wir dich eher unterwegs? Auf dem Fahrrad oder im Privatjet? Wo hockst du lieber? Wo würdest du lieber hocken?
Ich gehöre noch ein bisschen zu den Gemütlichen, nicht gegen Sport, aber Privatchat ist halt schon etwas Schönes. Vor allem kannst du sehr, sehr schnell halt in andere Zonen gehen. Und das ist spannend, eben, du bist auf der Welt ruckzuck nehmen. Velo braucht ein bisschen länger. Braucht definitiv ein bisschen länger. Zuki, zu dir noch. Wenn du wählen könntest, wie die Welt funktionieren soll, würdest du Anarchie nehmen? Jeder macht, was er will, jeder kann machen, was er will, ist frei. Oder würdest du den Staat behalten und er sagt, so läuft das. Das sind die Regeln, so funktioniert das, das sind die Gesetze. Was würdest du nehmen? Als Master of the Universe? Ja. Nein, ist ganz Freiheit ist auch nicht gut. Auch ganz hart ist auch nicht gut in Mitte. Bleibe ich in der Mitte, so ganz frei, dann Leute, was, wenn die meinen, was die werden, und dann Welt wird kaputt. Aber denke ich, muss ein bisschen mit Staat. Ja, das so. Schön gesagt, die goldene Mitte. Ja. Nicht zu hart, nicht zu soft. Richtig. Ja. Roberto, zu dir noch. Mit wem würdest du lieber einen Film drehen? Mit dem Dalai Lama oder mit dem Arnold Schwarzenegger? Klar, Schwarzenegger. Ich bin mit seinen Filmen aufgewachsen. Der Arnold. Einer von denen, wo man gesagt hat, in österreichische Akzent bringt nichts. Am Schluss war es sein bestes Argument in Hollywood und sein unique selling point. So sehen wir wieder, man darf sich nicht zu fest lobieren, man soll sich glauben, bei seiner Vision bleiben. Und wenn man so fest von sich selber überzeugt ist, wird man irgendwann den Rest der Welt auch überzeugen. So funktioniert das Spiel. Hat mich sehr gefreut auf jeden Fall. Ich glaube, wir könnten die Runde über Filme diskutieren noch lange machen. Ich habe eine Idee. Wir können mal ein Top 10 machen, Top 10 Runde von den besten Filmen aller Zeiten. Das weiss ich, dass das die Leute extrem interessiert. Wenn wir schauen, was die Leute anklicken, sind es immer die gleichen Movies, die die Leute nie genug bekommen, wenn Leute darüber reden und ihre Meinung sagen. Das sind Sachen wie Matrix, Indiana Jones, Star Wars, James Bond gehört auch dazu. Ja, wer weiss, vielleicht gibt es das einmal aus dieser illustren Runde. Hans, danke vielmals für deine Teilnahme. Zuki, ich danke vielmals. Und Roberto, danke dir. Abschließende Worte. Habt ihr noch irgendetwas, was ihr in der Welt wollt, mitteilen wollt? Ich sage jetzt schon mal, macht Liebe, bleibt so wie ihr seid und bleibt positiv und happy, denn jeden Tag, wo wir neu auf die Welt kommen, unsere Augen aufmachen und können einschnaufen, ist ein Geschenk. Hans, was willst du noch sagen? Das, was grundsätzlich jeder Mensch hat, das ist die ganze Kreativität behalten, Visionen behalten, vorwärts machen. Jeder hat dann auf alles bezogen dann seine Geschichte, das ist hinter, immer noch führen schauen. Zuki, deine Worte, was willst du noch sagen? Ja, ich wollte noch sagen, Beispiel ja, positive Denken und einfach arbeiten. Und für die Zukunft einfach gut zu sein und einfach arbeiten und denken, in gute Zukunft zu kommen. Das ist schön. Danke für diese Worte. Roberto, deine abschließenden Worte. Ich möchte sagen, ich hoffe, dass wir aus der Schweiz mal ein Land machen können, das kann stolz sein auf unser Kino. Das kann man sagen, schau, die Schweiz macht hier super Filme. Wir können genau gleich gute Filme produzieren wie der Rest der Welt, dass man uns in Zukunft ernster nimmt, wenn es um Film geht. Weil das spüre ich jetzt noch zu wenig. Die Schweiz wird nicht so ernst genommen vor der Welt, wenn es um Film geht. Und mein Wunsch ist, dass das eines Tages so weit ist. Der Wunsch, denke ich, haben wir alle auf jeden Fall sehr schon gesagt, Roberto. Jetzt noch, meine lieben Damen und Herren, meine lieben Zuschauer von der Clara Sanchez Show. Wo sind wir heute? Wo sind wir heute? Wir sind in einem wunderschönen Apartment von der wunderbaren Anja Graf. Sie hat Vision Apartment selber gegründet und ist CEO. Und wie ihr seht, wunderschöne Apartments zum Beziehen, ob ihr auf Geschäftsreisen sind oder sonst einfach euch im Schatz wollt, ein schönes Geschenk machen und eine Überraschung machen. Unbedingt ausprobieren. Ich kann es nur empfehlen. Wunderschöne Themenräume, super Preise und Verfügbarkeiten. Findet man immer wieder. Ich muss natürlich schnell sein, aber Vision Apartments ist der Place to be auf jeden Fall.
Und danke vielmals auch als ganze Team, dass wir hier sein dürfen, in dieser wunderschönen Location. Ihr seht, meine Freunde, da wird noch mit Detailverliebtheit gearbeitet. Und darum, ich kann nur sagen, danke Anja Graf und das ganze Team von Vision Apartments, dass ihr uns die Location hier für den Talk gesponsert habt. In dem Sinn, meine lieben Freunde, nochmal schöne Weihnachten schon mal. Wünsche euch vom Weihnachtsmarkt gute Schweizer Filme und bleibt gesund und wir sehen uns wieder. Bis bald. Tschüss zusammen. Ciao.